Guten Morgen, meine Lieben, aus meinem Dänemark-Urlaub. Ja, ich bin gerade mit meiner Familie wieder in Dänemark und habe gedacht, ich mache wieder mal mit euch ein, was ist in meiner Make-up-Tasche, was habe ich mitgenommen in den Urlaub. Es ist auch etwas Neues drin, was wir heute ausprobieren. Ich sitze ein bisschen weiter hinten, weil ihr seht schon, hier ist die Sonne. Genau, ich dachte, wir machen uns heute zusammen fertig, gucken in mein Täschchen und haben Spaß. So, das erste, was ich euch zeigen kann, ist mein kleiner Beauty-Schwamm. Dieser hier ist von Real Techniques. Ich glaube, ich hatte ihn beim letzten Mal auch schon, als wir uns zu so einem Video gesehen haben. Das ist nämlich mein absoluter Lieblingsschwamm. Und den werde ich heute unter anderem verwenden für eine neue Foundation, die ich habe. Ich muss sie euch hier hinhalten, weil hier ist es zu hell. Und zwar habe ich die in der Drogerie entdeckt. Das ist die Maybelline Superstay 30 Stunden Lumi Matte Foundation. Ich habe mir übrigens eben hier den Beauty Blender gewaschen. Ja. Nicht gekleckert, ist nur Wasser. Und ja, ich habe die Farbe 128 und die werden wir heute testen. Ist schön flüssig, das mag ich gern. Die Farbe wirkt sehr gut auf mich. Ich habe meinen Jolie Beauty Spiegel dabei und werde mir das Ganze jetzt einhämmern hier. Also ich muss sagen, mir gefällt die sehr gut, weil die ist ganz natürlich, ne? So, den einzigen Concealer, den ich dabei habe, ist von Danessa Myricks, der Yummy Skin Concealer. Das ist dieser hier. Ich habe die Farbe Nummer 4. Ich muss persönlich sagen, es ist nicht mein liebster Concealer. Sorry übrigens, wenn ihr Hintergrundgeräusche hört. Die Familie ist natürlich mit am Start. Mir ist der persönlich ein bisschen zu dick. Aber, was soll's, ne? Er ist nicht schlecht. Ich mag das lieber eher serumartige Concealer. Und ich habe aber gedacht, weil er ja auch nicht günstig war, nehme ich ihn nochmal mit und gewinne ihn vielleicht lieb. Mal gucken. Dann habe ich als Setting Powder für den unteren Augenbereich dieses kleine Töpfchen von Art Deco dabei. Das ist das Eye Brightening Powder. Illuminating Loose Powder kommt in diesem winzigen Töpfchen. Ist eine Originalgröße übrigens. Also nicht, dass ihr denkt, das ist irgendwie eine Probe oder so. Es ist ein sehr, sehr fein gemahlenes Puder. Und das trage ich mir da auf, wo ich den Concealer gesetzt habe. Ich mag das Puder sehr gerne. Es ist sehr brightening. Ja, also wenn ihr kein, ich sag jetzt mal, es ist jetzt kein Glitzerpuder, es ist auch kein Highlighter, aber es ist schon schimmrig. Also dann zeige ich euch mal kurz die Pinsel, die ich dabei habe. Ich habe von Real Techniques diesen großen Puderpinsel als Bronzerpinsel dabei. Ich habe von Batik einen uralten Pinsel, den ich aber liebe, für meine Puder-Foundation. Das ist nämlich das Einzige, was ich als weiteres Foundation-Produkt mitgenommen habe. Und zwar ist es von Fenty Beauty die Powder-Foundation. Damit werde ich mir auch gleich das Make-up so ein bisschen fixieren. Dann habe ich von Cinch Beauty den Blush, ich nenne es Blush Brush, es ist der F05. Dann habe ich von Fantasy Cosmetica aus diesem Set diesen Pinsel hier mitgenommen. Das ist für mich ein Highlighter-Pinsel, das ist der F01. Dann habe ich von Fantasy Cosmetica den E05. Von Jazz Up den Concealer Touch. Dann habe ich hier von Morphe den H4, ebenfalls ein sehr schöner Blenderpinsel. Und die restlichen sind alle von Cinch. Ich liebe die Cinch-Pinsel. Das ist der E03, ein schön fluffiger Blenderpinsel. Dann habe ich hier, ich glaube, einmal den E02. Das ist so ein leicht getaperter, also ein zugespitzter, kleiner Blender. Dann habe ich zweimal den gleichen, weil ich den liebe. Und zwar ist das der E05. Das ist auch ein kleiner Blender. Super für mich mit kleinen Augen. Und dann habe ich noch den E01 und den E07. Das sind beides für das Hauptlid, sage ich jetzt mal, zum Auftragen von Schimmer, würde ich es jetzt mal nennen. So, dann schnappe ich mir mein Fenty Puder und trage mir das aber sehr locker und stempelnd ein, weil ich möchte ja, dass mein Maybelline Puder fixiert ist. Das heißt, ich presse das sozusagen in die Haut. Und los geht's. Also ich muss sagen, die Foundation ist schön, oder? Schreibt mal, wie ihr sie findet. Sorry übrigens, ich rutsche hier so aus dem Bild, aber ich möchte euch nicht blenden. Und die Sonne kommt so langsam hier rum. Hier hinten ist übrigens mein Handtuch, ne? Real Life Situation hier. Dann habe ich nur einen Bronzer mit, und zwar den Butter Bronzer in
Butter Off. Der ist relativ dunkel. Also, das ist eine Farbe, die könnt ihr mit meinem Ton gerade ebenso sehr sanft verwenden. Wenn ihr ein bisschen heller seid als ich, nehmt definitiv eine Farbe heller. Ich hatte mich damals bloß für den entschieden wegen des Untertons. Und weil Bronzer mir ganz oft einfach auch zu hell sind. So, dann habe ich auch nur einen Blush dabei, und zwar den She Glam Blush in Blissful. Ich finde nämlich, das ist eine wunderschöne Alltagsfarbe. Und zwar ist das so ein richtig schöner, ja, nudiger Aprikoton. Herrlich. Und den habe ich halt mitgenommen, weil der zu allem passt. Zu einfach allem. Und ich muss auch sagen, der hat eine Spitzenhaltbarkeit. Also kann ich euch wirklich empfehlen. So, dann werde ich mir ein bisschen Lippenpflege auftragen. Und zwar habe ich da von Catrice den Care in Colors Lip Balm. Und ich habe irgendwie eine ganz helle Farbe. Fragt mich nicht, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Farbe ist. Doch, 10 Everyday. Und das ist eigentlich, es ist nur ein Pflegestift. Und der ist so richtig schön buttrig. Ihr seht, es ist ein bisschen heller als meine natürliche Lippenfarbe. Aber ich finde den sehr schön. Ich habe aber noch zwei weitere Lippenpflegeprodukte. Einmal meinen obligatorischen, ebenfalls von Catrice, das Cooling Lip Oil. Und dann habe ich, das habe ich nämlich bei meinem letzten Rossmann-Einkauf geschenkt bekommen, von Essence den Juicy Bomb Shiny Lip Gloss in Bouncy Bubblegum. Und genau, habe ich einfach nochmal mitgenommen. Ja, was ich heute gar nicht verwendet habe, das habe ich aber gestern getan, ist von Essence dieser Jelly Grip Unteraugen-Primer, Gripping und Refreshing. Ich finde den sehr schön. Macht er jetzt mehr mit meinem Concealer? Kann ich euch nicht sagen, aber es ist schön kühlend und ich empfinde es als einen angenehmen Schritt in meinem Make-up. So, dann habe ich zwei Highlighter dabei. Und zwar einmal von Sugar Drizzle den Darling Nikki's Highlighter. Das ist so ein schöner Multichrom-Highlighter. Ja, doch, das kann man aber ganz gut sehen. Ne? Also, ich habe so ein rosa Champagner-Tönchen. Und dann habe ich noch von Odens Eye den Soulman Sunlight Love Blusher. Aber das ist, für mich ist das ein Highlighter. Und zwar ist es Light Glory. Das ist der hier. Der ist ein bisschen düsterer. Ich swatche ihn mal so ein bisschen mehr Richtung Handgelenk. Das ist der hier. Ein bisschen kräftiger von der Farbe. Er geht mehr so in den Orangeton und den werde ich auch heute verwenden. Die Odens Eye Highlighter sind recht krümelig. Wenn ihr kein Glitzer und kein Krümelgedöns mögt, dann ist das definitiv nichts für euch. Für mich ist es ein Grenzgang. Es geht, aber es ist nicht meine Favoriten-Highlighter-Formulierung. Wenn ihr mich fragt, unumgänglich ist ein fester, eher etwas harter Highlighter-Pinsel, damit ihr das zumindest nicht durchs komplette Gesicht rührt, sondern wirklich nur auf die Stellen auftragt, wo es für euch passt und wo es für euch Sinn macht. Denn das Ding will gut eingearbeitet werden. Genau, finde ich sehr schön. Wie gesagt, nicht meine Lieblingsformulierung. Es ist sehr, sehr, sehr krass, sehr, sehr glitzernd. Ich sehe auch sonnengeküsst aus hier, ne? Meine Herren, Leute. Ach, guckt, ich habe noch einen Pinsel vergessen. Und zwar ist der relativ neu. Das ist von e.l.f. der Putty Primer Applikator. Der kommt mit einem kleinen, ja, Kabuki nenne ich es mal, und so einem Spatel, mit dem ihr euch Primer aus Pöttchen und so rausnehmen könnt. Und den benutze ich auch gerne für meinen Concealer. Dann habe ich Lidschattenprimer dabei. Und zwar habe ich dabei einmal meinen Glitterglue von oder Glitterprimer von NYX. Ich habe von e.l.f. noch zwei neue Produkte, den No Budge Cream Eyeshadow, einmal in Sand Dune, das ist so ein braun Ton, und einmal in Wildflower, das ist so ein Lavendelton. Und ich dachte, das ist eine ganz coole Augen-Make-up-Unterlage. Und dann habe ich drei Lidschattenpaletten dabei und alle habe ich angekündigt. Das sind nämlich meine drei neuesten. Ich habe einmal die Fantasy Cosmetica Enchanted Forest Palette. Das ist dieses wunderschöne Farbschema hier. Dann habe ich hier die Unearthly Gargoyle. Die liebe ich, Leute. Die liebe ich. Die ist so, so schön. Ach, da sind aber auch die hier so schön. Ne? Passen auch heute zu meinem Oberteil. Das weiß ich noch nicht so genau. Und dann habe ich noch die Bella Beauté Bar Poison Garden.
Und das ist diese hier. Die habe ich, ich finde die vom Farbschema tatsächlich alle recht ähnlich. Die finde ich besonders wegen der Blautöne jetzt hier noch. Ne? Ich nehme heute mal die Fantasy Garden. Fantasy Garden? What? Ich nehme die Enchanted Forest, das wollte ich euch sagen. Wenn ihr mit den anderen auch noch Looks sehen wollt, schreibt mir das mal auf jeden Fall unten in die Kommentare. Dann lese ich mal, was euch da besonders interessiert und werde das vielleicht nochmal in einem kleinen Insta-Reel für euch fabrizieren. Da ich keinen hautfarbenen Augen-Make-up-Primer habe, werde ich einfach mal ein bisschen von meinem Concealer hier verwenden. So, also nochmal, ich nehme jetzt die Farbe Dusk. Und gebe mir die in meine Lidfalte. Dann nehme ich mir die Farbe Dogwood, das ist dieser Ton hier. Und werde mir mit dem gleichen Pinsel ein bisschen ins äußere V gehen, um das Ganze so ein bisschen mehr in diesen Altrosa-Vibe zu schwingen. Ich überlege den oder beide. Ich nehme mal beide, Leute. Ich gehe mal mit dem Scorpio so ein bisschen weiter hier innen. Das ist mehr so ein Grau-Grün. Und dann gehe ich mal mit dem Sagittarius, also Schütze, hinten, mittig hinten und lasse das Ganze so ein bisschen einlaufen. Genau, das ist die Palette. Ich muss sagen, die Matten, also sie ist insgesamt, finde ich, relativ dunkel. Das ist jetzt für die jetzige Jahreszeit für mich auch super passend. Im Frühling würde ich sie jetzt vielleicht nicht so verwenden, es sei denn, ich möchte natürlich gehen. Wobei ich euch dann sage, dann habe ich andere Paletten, die mir für mich besser passen. Und mir sind die Schimmer insgesamt ein bisschen zu lahm. Na, die sind eher gedeckt, schlagen euch jetzt nicht aus dem Schlüpper und sie sind sehr, sehr bröselig. Na, also es ist jetzt nicht meine liebste Formulierung und ich stehe ja auf Fantasy-Kosmetika, aber guck mal, das könnt ihr da könnt ihr das sehen, das bröckelt so ein bisschen, ne? Aber sehr, sehr da, trotzdem schön, aber nicht meine liebste Formulierung. So, ich werde gleich, das zeige ich euch schon mal, die Lash Sensational und den Manhattan Amazing Cool Kajal Liner in Nude Couture verwenden. Das sind meine Augenprodukte des Vertrauens. Ich möchte euch aber nichtsdestotrotz noch einmal die Augenbrauenprodukte zeigen, die ich mitgenommen habe. Und zwar habe ich dann einmal den e.l.f. Ultra Precise Brow Pencil mitgenommen. Den habe ich tatsächlich nur mitgenommen wegen der Bürste. Für was anderes brauche ich den eigentlich gar nicht. Denn ich habe mir auch noch von She Glam diesen Augenbrauenstift mitgenommen. Und zwar ist das der Brows on Demand 2-in-1 Brow Pencil. Da habt ihr zum einen so einen ganz feinen braunen Stift drin und ihr habt so einen Filzmaler, nenne ich es jetzt mal, drin. Das sind aber, so wie ich das sehen kann, sind das kleine, feine Pinselhärchen. Welche Farbe das Ding hat, kann ich euch überhaupt nicht sagen. Ich tendiere aber bei diesen Dingern immer dazu, einen Blond- oder Taubton zu nehmen. Also ich würde jetzt mal sagen, es ist blond, ne? Kann es euch aber nicht mehr sagen. Ich fange jetzt an, achso, und mein Augenbrauengel, da habe ich immer sehr gerne das Super Glue Brow Styling Gel von Catrice. Ich finde, das ist sehr schön. Genau, ich werde heute den Filzer verwenden. So, während das so ein bisschen antrocknet, bevor ich gleich die Mascara drauf mache, zeige ich euch mit den Eyeliner, den ich mitgenommen habe. Und zwar ist das der Catrice It's Easy Tattoo Liner Waterproof. Den mag ich sehr gerne. Und ich habe für die Lippen diese drei Produkte dabei. Und zwar ist es von Colourpop der Lippy Pencil in Another Round. Und ich habe den Carmella Lippy Stick und den Oh Snap Lippy Stick. Ich liebe die. Das sind ganz tolle Lippenprodukte von Colourpop. Das war's. Das Täschchen ist übrigens von Rossmann. Gefällt mir sehr gut, weil es so schön übersichtlich ist. Genau, dann kommt die Augenbrauen-Mascara. Ihr seht, bei mir geht planlos der Plan los. Dann nehme ich mir nochmal hier diesen, ich finde, der passt heute ganz gut farblich, ne? Diesen Juicy Bomb. Dann kommt mein Kajal. Ich habe mir überlegt, ich werde noch ein bisschen von dem Nikki's Highlighter in den inneren Augenwinkel setzen. Und dann kommt die Mascara.
Das ist der fertige Make-up-Look. Genau, kleines Fazit oder erstes First Impression zu diesem Make-up. Finde ich super. Hat ein super schön natürliches Finish. Gefällt mir gut. Also ich werde euch mal updaten unten, wie sich jetzt über den Tag verhalten hat. Und ja, falls euch da was zu interessiert, lest da auf jeden Fall mal nach. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und schicke euch ganz, ganz viel Liebe. Wünsche euch einen ganz, ganz tollen Wochenstart und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!